Darts Thunder League Spieltag Nummer 1. Wir sind in der Jugendserie. Wir sehen hier den German Eagle David Nachreiner, der hier gleich mal eine 100er Aufnahme präsentiert. Und das ist sein Kontrahent, der ebenso 12-jährige Kevin Köstner aus Machtrenk, der hier zunächst noch Startschwierigkeiten hat. Ja, durchatmen jetzt beim German Eagle, der hier ganz gut wegstartet im ersten Leg der neuen Serie, des neuen Formats. Hier eine Aufnahme mit 60 Punkten. Kevin Köstner, der Junge, der mit den Darts tanzt, mit der Triple 14, braucht die Doppel 16. Verpasst! Das heißt, die Chance für David Nachreiner, das erste Leg zu fixieren. Tops stehen, Tops fallen, jawohl! Erstes Leg eingetütet für den German Eagle, für David Nachreiner. Und wir springen schon ins neunte Leg. Folgende Situation: David Nachreiner war schon 5 zu 2 vorne, bräuchte jetzt die Doppel 8 und die verfehlt er hier in dieser Situation. Kevin Köstner macht es besser, trifft die Doppel 16 und sichert sich das 10. Leg. Er hat sich zurückgekämpft in einer ganz großartigen Manier, ist immer besser hineingekommen in dieses Spiel. Und hat jetzt sogar noch die Chance, einen Punkt für die Tabelle zu holen. First to 6 oder bei einem 5 zu 5 gibt es eben einen Punkt fürs Unentschieden. David Nachreiner bei den letzten Pfeilen. Das ist nochmal eine 100er Aufnahme. Tolles, tolles Niveau für eine Begegnung zweier so junger Herren. So, Außenbull 18, Innenbull verfehlt. Er hätte das Innenbull gebraucht, 93 wäre das Checkout gewesen. Und so hat Kevin Köstner die Chance und der verpasst ebenso. Das heißt, der Thriller geht weiter hier. Tolles erstes Spiel der Darts Thunder League. Ja, Doppel 14 ist es nicht geworden. Kevin Köstner macht ja das Ding. Ja! 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 Er macht's. Er holt sich das 5 zu 5. Eine tolle Aufholjagd vom Troublemaker. Eine Punkteteilung also in Spiel 1.